Ja, hallo liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Partwork Modellbau. Schön, dass ihr wieder mit reingeschaltet habt zur nächsten Folge für unseren Opel Manta A GTE. Damit soll es heute weitergehen mit den nächsten zwei Ausgaben und ich kann sagen, Halbfinale, liebe Freunde. Ja, das vorletzte Video unseres Mantas geht hier jetzt gerade online, denn die Ausgaben 106 und 107 mache ich heute. Und nächstes Mal gibt es dann das große Finale mit den Ausgaben 108, 9 und 110. Da wollen wir dann den Manta vervollständigen. Und deswegen wird da nicht mehr ganz so viel passieren. Da wird ein bisschen Feinschliff passieren, sage ich mal so. Hauptsächlich im Bereich der Front. Heute ist aber, glaube ich, was zum Schluss noch übrig ist, der wichtigste Schritt, der noch gemacht werden muss. Nämlich die Hochzeit wird gefeiert, liebe Freunde. Karosserie und Bodenteil werden zusammenkommen. Die Kabel werden angeschlossen, in der Hoffnung, es funktioniert immer noch alles. Und wir können die ganze Beleuchtung anbringen, beziehungsweise ja, in Betrieb nehmen, dass der Sound funktioniert und alles und vor allem, dass die Karosse drauf passt. Da habe ich nämlich schon gehört, dass es gar nicht so einfach ist und ich musste auch schon mal ein bisschen probeweise aufsetzen und abnehmen und so weiter, beziehungsweise habe es zwischendurch gemacht und hoffe, dass es gut passt und ich das auch einigermaßen irgendwie gut im Video rüberbringen kann. Drückt mir die Daumen, ich bin gespannt. Aber auch neue Bauteile gibt es natürlich. Wir werden nämlich erst einmal ein paar Scheinwerfer wollte ich schon sagen, nee, Scheibenwischer mit einbauen. Das sind diese beiden hier plus eine Abdeckung. Die kommen noch mit an die Karosse mit dran. Dann wird die Karosse eingebaut. Das ist der Schritt für die Ausgabe 106. Und in 107 bekommen wir eine vordere Abdeckung. Das ist ein Metallteil, wo zwei Blinker mit eingebaut werden. Ich habe meinen Finger davor. Da sind sie. Die werden mit eingebaut und die werden das Teil dann soweit vorbereiten. Wird aber noch nicht weiter eingebaut. Das kommt dann beim nächsten bzw. letzten Schritt oder letzten Video dann vom Manta. Ja, ich würde sagen, ich bin gespannt, was kommt heute. Deswegen lehnt euch zurück, habt Spaß oder schaut zu und freut euch, wie ich verzweifle beim Einbau der Karosse. Mal gucken, wie es wird. Ich bin gespannt. Legen wir los mit den Ausgaben 106 und 107, dem Halbfinale vom Opel Manta A GTE. Legen wir los mit der Ausgabe 106 und 107 vom Manta. Das wird spannend auf jeden Fall. Gerade wenn jetzt die Karosse mit der Bodenpartie verbunden wird und Hochzeit gefeiert wird. Ich bin gespannt, wie es wird. Ja, aber auch hier ein Blick ins Heft darf nicht fehlen, bevor wir gleich loslegen wollen. Und zwar haben wir ja gleich viel zu tun. Auf jeden Fall. Es geht los mit Faszination Manta, vereint unter einem Dach. Aktuelle Manta B-Modelle in unterschiedlichen Maßstäben und aus verschiedenen Werkstoffen gibt es von mehreren Marken. Die meisten davon sind im Portfolio von Model Car World zu Hause. Wow. Dann die Opel Meilensteine, ein Opel aus Köln, ein Opel Mittelklasse Cabriolet, quasi der Cascada der späten 60er. Das war das Rekord C Commodore A Cabriolet. Hergestellt wurde es von Karl Deutsch in Köln-Braunsfeld von 1967 bis 1971. Und im Spiel der Konkurrenz Sommersonne Jolly, ein Spielzeug der Schönen und Reichen an der Côte d'Azur und an der Adria. Sie cruisten mit Jollys am Strand entlang. Jollys, das waren offene Strandflitzer auf Basis von Kleinwagen. Auch witzig. Dann mit diesen Fisseln da dran von Omas Tischdecke. Sehr geil. Ja, und dann geht es weiter mit Ausgabe 107. Faszination Manta, ein weiter Weg in die USA. Manta A und Ascona A waren die ersten Opel, die nach den strengen US-Sicherheitsvorschriften konstruiert wurden. Ab ihrem Produktionsstart Ende 70 musste jeder Neuwagen diese Standards einhalten. Die Opel Meilensteine, Stresstest für Neuwagen. Auf dem werkseitigen Prüffeld ging es zur Sache. Die auserkorenen Opelwagen erlebten innerhalb weniger Tage mehr, als ihre Fließbandgenossen während des kompletten Autolebens erwartete. Boah. Und im Spiel der Konkurrenz mehr Grip, 4x4 auf der Straße. Alle waren zweiradgetrieben, bis die 4x4-Welle die Straße überrollte. In den 80ern gehörte es zum guten Ton für jeden Autohersteller, mindestens eine Pkw-Variante mit Allradantrieb im Programm zu haben. Gut, so sieht das aus. Damit haben wir da alles gelesen bzw. gesehen, was in den Heften drin ist. Und jetzt wollen wir erst einmal was bauen. Und zwar
haben wir hier schon Teilchen. Die Scheibenwischer sind mit am Start. Da haben wir sie. Beziehungsweise hier haben wir, oha, hätte ich nicht gedacht, eine Verkleidung. Und die ist aus Metall. Dazu eben dann die beiden Scheibenwischer. Da sind sie einmal und zweimal. Ich gucke mal eben, ob die identisch sind. Oder ob das, und ob das entsprechend wurscht ist, wie wir die einbauen. Ich denke schon. Ja, die sind identisch auf jeden Fall. Das heißt, wir können sie nach Belieben einbauen. Alles klar. Müssen wir auf nichts achten. Das ist immer gut. So, als allererstes sollen wir uns die Karosse nehmen und diese Verkleidung einsetzen. Die Windschutzverkleidung, das ist diese hier. Die wird mit eingebaut zuallererst. Deswegen Karosse her. Da ist sie. So, nicht ganz so weit rein. Und die wird hier einmal mit drüber gelegt. Hier haben wir noch diesen Bereich. Da wird sie einfach hoffentlich mehr oder weniger elegant reingelegt. So kommt sie rein. Sehr schön, verkleidet das Ganze sehr, sehr schön. Und da wird das Ganze einmal umgedreht und von innen wird das Ganze dann verschraubt. Deswegen einmal drehen. Gucken, dass das nicht wegfällt. Hoffe ich doch mal, dass es nicht wegfällt. Und soll dann hier in die beiden, ja, so kann man es besser halten, hier in die beiden Löchern, einmal und zweimal, verschraubt werden mit je einer HM-Schraube. Alles klar. Machen wir, während ich mit einer Hand das Ganze festhalte, wird es mit der anderen Hand gleich verbunden. Zielen, treffen, schrauben. Nicht abglitschen hier, das wäre blöd. Zumindest nicht in Richtung der Scheibe. So, einmal. Jetzt können wir auch loslassen, weil es schon fest ist. Und jetzt kommt noch das zweite Schräubchen mit dazu. Das kommt hier mit rein. Und hält das Ganze in Position. Gut, jetzt soll laut Anleitung sollen schon die Scheibenwischer eingesetzt werden. Mache ich das jetzt schon oder mache ich das, nachdem ich die Karosse draufgesetzt habe? Ich mache das, glaube ich, nachdem ich die Karosse draufgesetzt habe. Alles andere ist mir ehrlich gesagt nicht mehr ganz so geheuer. Deswegen mache ich jetzt mal eben einen kleinen Umbau. Ich versuche, das Ganze irgendwie bestmöglich auf die Kamera zu kriegen. Und dann wollen wir mal den wichtigen Schritt wagen und die Karosse mit dem Boden verbinden und Hochzeit feiern. So, meine Lieben, der Tisch ist voll mit zwei Manta-Hälften, aber das wird nicht mehr lange so sein. Da sollen wir jetzt eine Hälfte draus machen. Ich werde das Ganze erstmal so probieren, und zwar die Kabel sollen zuerst angeschlossen werden. Wir haben ja hier zwei Kabel, die rausblitzen an der Seite. Das sind die beiden Kabel für die Innenbeleuchtung, hier diese, beziehungsweise hier die Gegenstücke. Und dann haben wir hinten noch zwei Beleuchtungen. Einmal hier das schwarze, das ist, glaube ich, für was ist das? Ich weiß es gerade gar nicht mehr so genau. Und hier auf jeden Fall für die Heckleuchten und noch ein weiteres für die, das sind die Schalter. Das sind die Schalterkabel und die Beleuchtung an sich, die kommt von hier, glaube ich. Genau. So war das irgendwie. Das Ganze soll wie folgt passieren. Das Ganze soll quasi einmal gleich angeschlossen werden, umgedreht werden und dann von hinten quasi so drüber gestülpt werden. Denn wir haben hier so eine elegante Kante. Elegante Kante ist auch schön. Hier an der Karosse. Die soll hier quasi einmal drüber gestülpt werden, um das Endstück. Da muss man darauf achten, dass das nicht einfach draufgelegt wird, sondern einmal so ein bisschen, so untergehebelt wird. Nur dann sitzt es auch wirklich richtig in Position. Das sieht man, glaube ich, sieht man das in irgendeinem Bild? Wahrscheinlich eher weniger. Ja, ungefähr kann man das hier erahnen. Da seht ihr das hoffentlich, wenn es nicht zu stark blendet hier. Da seht ihr es hoffentlich, dass das Ganze so ein bisschen, drüber geht über den Boden. Oder drunter geht die Karosse unter den Boden. Da müssen wir natürlich drauf achten, dass das so klappt. Deswegen, ich mache das jetzt einfach mal so, dass ich hinten die Kabel schon mal anschließe. Natürlich die gleichfarbigen immer zusammen. Also die schwarz-weißen Kabel zusammen. Und dann die rot-schwarzen zusammen. So, damit hinten alles angeschlossen ist. Die vorderen mache ich gleich. Ihr werdet gleich sehen, warum. Weil wenn ich das Ganze jetzt auch noch anschließe, das muss erstmal richtig passen. Und das ist nicht ganz so einfach.
Ich habe jetzt das Ganze schon ein bisschen getestet, ob es gut funktioniert oder nicht so. Bei mir war es so, dass ich da wirklich teilweise ein bisschen viel Kraft aufwenden musste, bis das Ganze richtig saß. Also ein bisschen drücken und es knatschte und ziepte überall. Deswegen vorsichtig sein sowieso. Aber ja, wir gucken einfach mal, was passiert. So, das ganze Ding stülpe ich jetzt, kippe ich einfach mal nach hinten. Und stülpe das Ganze jetzt mal so hinten drunter. Oder hinten drüber. Erstmal nur so, dass es überhaupt in der richtigen Position sitzt. So. Es sitzt noch nicht zu 100% in Position. Erstmal nur so drüber, das Ganze. Es knatscht schon. Ich muss das Ganze jetzt nämlich einmal drehen, weil ich jetzt hier an die Kabel ran muss, um die anzuschließen. Die Schalterkabel. So, einmal das Ganze drehen. Ja, es rutscht schon rein. Das ist eigentlich eine gute Sache. Ich kann wenigstens hier die Türen öffnen. Denn die ganzen Kabel, die sollen natürlich jetzt so zwischen diesem Bereich Armaturenbrett und so weiter natürlich möglichst verschwinden. Ich würde sagen, das ist jetzt ganz schwierig zu erkennen natürlich. Ich kann das Ganze natürlich ein bisschen aufmachen hier. Ich glaube, es ist vielleicht schlauer, wenn ich jetzt mal eben kurz an dieser Stelle die Kamera wechsle und euch mal eben hochhole. Dann seht ihr nämlich genau, wie es da dann hoffentlich weitergeht. So, das ist natürlich jetzt ganz schwierig einzufangen, das Ganze, und euch zu zeigen. Aber wir gucken mal. Auf jeden Fall sind die beiden Schalterkabel schon mal gar nicht so verkehrt hier in der Position. Eins haben wir hier, das andere liegt ja gerade noch im Innenraum. Das verlege ich jetzt einfach mal so elegant hier in genau diesen Zwischenbereich, der jetzt gerade hier verdeckt ist. Da ist ja noch so viel Luft zwischen. Das lege ich da gleich einfach mal alles rein, beziehungsweise vorher schließe ich das einfach mal an. Ich glaube, welche Schalterkabel wir zusammenführen, ist, glaube ich, wurscht. Hauptsache, sie kommen zusammen. Hier haben wir einmal hier einen Stecker, einmal und hier einen kürzeren führen wir auch zusammen. Na komm, ist ein bisschen eng, ein bisschen richtig ziehen, aber dann passt das. Na, immer noch nicht. Nur kommen. Ich will doch nur den Stecker anschließen, der will ich doch gar nicht. Mensch, das ist zu so kurz, da hat man nämlich kaum Platz hier, den anzuschließen. Warum will er jetzt gerade nicht? Ach so, weil ich ihn falsch rumnehme. Ha! Witzig. Ich sollte ihn auch richtig rum reinsetzen. Dann klappt das natürlich auch besser. Ja, natürlich. So passt natürlich besser. Mein Gott. So, und die Kabel lege ich jetzt alle hier schön in diesen Innenraum zwischen Armaturenbrett und Motorraum mit rein. Auch das lange hier, damit das komplett hier versteckt wird. Das braucht nämlich kein Schwein mehr sehen am Ende. Soll auch keinen da sehen. Das heißt, ich stopfe das jetzt einfach hier schön elegant in diesen Innenraum und diesen Zwischenraum mit rein, dass es auch von sich aus nicht mehr rausgeht. So. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Wahrscheinlich nicht. Ich kann es versuchen, ein bisschen hochzuhalten, dass man es da sieht. Ne? Hier die ganzen Kabel liegen jetzt hier in diesem Innenraum mit drin. Und jetzt müsste ich es eigentlich nur runterdrücken. Aber man will ja nicht, eigentlich keine Gewalt anwenden, aber man muss es so ein bisschen tatsächlich, damit alles runterrutscht. Ihr seht, hier fällt gerne mal wieder diese Front ab, aber das ist jetzt gerade kein Thema. Ich habe die Türen schon auf, damit ich das Ganze auch ein bisschen runterdrücken kann. Aber man muss tatsächlich hier und da so ein bisschen drücken an den Seiten und ziehen, damit das Ganze sich so Stück für Stück, da seht ihr es, runterrutscht. Damit das Ganze einfach, ja, Stück für Stück in Position geht. Kommt das Kabel gerade wieder raus, aber macht nichts. Haben wir eine lange Pinzette. Da haben wir eine lange Pinzette. Stopfen wir das einmal wieder hier rein. So. Und jetzt sind wir, glaube ich, schon fast am Ende angekommen. Machen wir hier eben. Nee, zumache ich lieber nicht. Es drückt und knatscht. Wir sind auch schon auf einem guten Weg.
Was fehlt ist so ein bisschen bei der Front vorne, muss man so ein bisschen noch drücken. Ja. Drücken und ziehen, vorne passt es nämlich noch nicht ganz. Aber es gibt immer irgendwo ein Pünktchen, wo es noch hakt. Meistens hier zum Beispiel, da hakte es noch einmal und da hakte es noch. So, das hat sich schon mal gut angehört. Klack. Und hier sind wir jetzt auch, glaube ich, unten drunter. Beim Gucken, ich glaube, wir sind am unteren Ende angekommen. Ja, also weiter geht's nicht. Ich schließe das alles jetzt schön bündig ab. Ich hoffe, das hat man einigermaßen gerade erkannt. Sorry, war es nicht. Aber es sitzt jetzt da alles drin. Jetzt kann die Front auch wieder ran hier. So. Also eigentlich müsste es alles jetzt sitzen. In ihrer Position. Und jetzt soll das Ganze nämlich verschraubt werden. Und zwar habe ich gerade übrigens eine Sache vergessen. Aber am Ende macht es nichts. Ich sollte nämlich die Kabel mit Stickern versehen. Habe ich gar nicht gemacht. Sorry. Aber gut. Hauptsache, die sind richtig verlegt. Ne? Das ist ja alles gar kein Problem und es stört nirgendwo. Das ist ja das Wichtigste. Ja, das haben wir alles gemacht und soll jetzt verschraubt werden. Wir müssen das ganze Ding jetzt nämlich einmal umdrehen. Hier einmal die Klappe zu. Türen zu. Ich hole noch ein bisschen weiter raus. Aus dem Geschehen, damit ihr was sehen könnt. Einmal kurz die Kamera, ups, gerade drehen. So, ich glaube, ich bin jetzt gerade wieder richtig. Ich hoffe, ich sehe nämlich nicht viel gerade. So, auf jeden Fall sitzt alles. Erst einmal, wir haben noch einen Gurt, aber das ist ja wurscht. Und jetzt müssen wir das Ganze einmal drehen. Auf den Kopf. Gibt ja auch nichts, das Ganze hier. So. Ja. Alles noch dran. Sehr schön. Und soll jetzt verschraubt werden. Hier und hinter den Rädern hier, hinter den Vorderrädern, haben wir noch zwei Punkte, wo verschraubt werden soll. Ja. Und zwar mit, beim Gucken, VM-Schrauben. Das sind etwas dickere Schrauben. Mal gucken, ob ich treffen kann. Und das Ganze auch tatsächlich zusammengeschraubt werden kann. Oder ob ich gleich noch einmal Unterstützung brauche. Ja, jetzt will der Schraubendreher gerade nicht mehr so mit der Magnetkraft hier noch einen Streich spielen. Aber das kriegen wir hin. Da nämlich. Die Schraube greift, das ist sehr gut. Sehr schön. Auf der anderen Seite genauso. Wenn die Schraube schon mal greift, das ist schon mal viel wert. Dann weiß ich, aha, die Karosse sitzt in Position. So, sitzt. Dann müssen wir hinten auch noch mal was verschrauben, so wie es aussieht. Und zwar müssen wir, glaube ich, einmal die... Nee, ein Vorderrad nur abschrauben. Sehe ich das richtig? Zwei VM-Schrauben? Nee, doch beide. Wir sollen beide Hinterräder einmal abschrauben. Und da ist nämlich noch ein Loch irgendwo. Das mache ich eben hinter der Kamera fertig. Ihr habt ja gerade schon gesehen, wie es läuft. Da werden noch zwei weitere Schrauben eingesetzt. Die sind hier irgendwo versteckt. Irgendwo hier im hinteren Radkasten sind sie mit drin. Ich weiß gerade gar nicht wo. Da ist noch. Hier. Da muss verschraubt werden. Deswegen müssen die Räder einmal ab. Und dann ja, melde ich mich gleich wieder. Da müssen nämlich noch nur zwei kleine Leitungen verlegt werden. Und dann haben wir das geschafft.
So, liebe Freunde, die Karosse sitzt an Ort und Stelle, liebe Freunde. Ja, wir haben einen fertigen Mantor, fast zumindest, den wir hier bewegen können. Ja, was wir noch machen müssen, sind drei Sachen auf jeden Fall. Wir nehmen mal eben die Motorhaube hoch. Und da sehen wir hier, dass wir noch ein Kabel haben oder eine Leitung haben. Ich hoffe, das kann man einigermaßen erkennen, diese hier, die an der Motorhaube hängt. Die wird jetzt hier angeschlossen und zwar an die elektrische Pumpe. Das ist nämlich das Ende der Waschwasserleitung, diese hier. Da haben wir noch einen kleinen Zapfen hier mittig. Da kommt das Ganze mit drauf. Mal gucken, ob das so funktioniert. Oder ob ich das Ganze ein bisschen weiten muss, weil hier liegt netterweise auch die komplette große Leitung drüber. Gucken, ob wir das so hinkriegen. Falls nicht, nehme ich mir gleich mal eine Pinzette. Ja, doch, geht. Na, doch nicht. Schade. Dann muss ich das Loch einmal kurz weiten. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Wäre schön, wenn. Naja, jetzt läuft's. So, haben wir auch mit dran. So ist das Ganze mit angeschlossen. Und dann sollen wir noch einmal können wir das einmal dicht machen hier quasi. Dann nehmen wir natürlich noch hier diesen Bereich mit. Da müssen wir ja noch die Scheibenwischer einsetzen. Die haben wir gerade noch ein bisschen sein lassen. Besser ist es auf jeden Fall, bevor da hier irgendwas abbricht. So, es kommt hier einmal rein. Denke ich mal. Ist aber relativ schwierig, weil die gerade reingesteckt werden müssen auf jeden Fall. So. Na gut, das hat doch funktioniert. Muss die richtige Position treffen. So, wunderbar, sitzt. So haben wir jetzt die Scheibenwischer auch mit dran. Sehr schön. So, liebe Freunde, und ein paar Teile haben wir noch für die Ausgabe Nummer 107, liebe Freunde. Und zwar haben wir hier noch eine vordere Abdeckung. Die kommt unten mit, glaube ich, ran. Die wird, denke ich mir mal, ja genau, das passt ziemlich gut. Habe ich gerade schon gesehen, das wird unten rum dann an der Frontpartie dann unten mit angebaut. Das kommt auf jeden Fall zum Einsatz. Vorher wird das Ding aber schon ein bisschen vorbereitet und zwar mit Linsen. Netterweise sind die Linsen, diese hier orange, in der Bauanleitung sind sie durchsichtig. Ist auch ganz spannend, aber sind anscheinend die gleichen. Auf jeden Fall haben wir hier zwei baugleiche Teile, genau, die Linsen werden hier einmal drüber gelegt. Man sieht, hier haben wir einmal oben so ein bisschen Abschrägung, die Linsen genauso, das heißt, sie passen nur in einer Position drüber. Und dann sollen sie verschraubt werden, einfach hier so mitten rein, mit zwei XP-Schrauben von vorne. Die sind, ja, filigran, also wirklich minimalste Arbeit. Nehmen wir hier den kleinen hier vielleicht, geht das? Ja. Mit so einem großen Schraubendreher brauche ich da nicht ankommen. Aber so ein kleiner geht eigentlich ganz gut. Ja, guck mal, wunderbar. Ich weiß gar nicht, woher ich ihn hatte. Irgendwo war er mal dabei. Frag mich nie wo, aber irgendwo war er. Einmal. Und die zweite Linse kommt ebenfalls ran, ebenfalls mit zwei XP-Schrauben. Na. So. Uiuiui, Friemenarbeit. Mittlerweile hat sich auch angefangen zu regnen. Eigentlich bestes Bastelwetter. Es wird früher wieder dunkel mittlerweile. Wir haben ja schon jetzt, wenn ihr das Video seht, haben wir schon Oktober. Also von daher, ja, es wird wieder früher dunkel. Das Wetter wird schlechter, also noch schlechter als sonst. Gut, die Linsen haben wir fertig und dann werden sie eingebaut in diese Partie, genau hier und dort. Auch hier sehen wir so eine Abrundung, das heißt, es geht nur in einer Position rein. Einmal nämlich hier und wird jetzt von der Innenseite mit zwei AP-Schrauben verschraubt.
Da können wir auch wieder normalen Schraubendreher nehmen. Die sind normal dick. Drehen, so kann man besser schrauben, wenn man mehr Fläche hat oder mehr Platz hat dafür. Das ist zwar Metall, aber wir schrauben hier nur zwischen Metall und schrauben letzten Endes nur Plastikteile fest, also ist das kein Problem. Haben wir auch. Sehr schön. Und noch hier oben. Andersrum. So. Und wird mit zwei weiteren AP-Schrauben verbunden. Und dann haben wir alles soweit fertig. So, sehr schön. Das haben wir auch hier soweit fertig und das ist es quasi schon gewesen mit dieser Baufolge von 107. Denn damit sollen wir nichts weiter tun, das sollen wir noch nicht einbauen. Da brauchen wir nämlich noch ein paar mehr Teile und die gibt es dann nämlich beim nächsten Mal in der Finalfolge, Ausgabe 108, 9 und 110. Da wollen wir nämlich dann alle restlichen Bauteile verbauen und den Manter dann komplettieren, obwohl er schon eigentlich vollständig aussieht. So ein paar letzte Teilchen haben wir natürlich noch. Ja, die Ausgaben 106 und 107 sind verbaut. Einmal eine vordere Partie ist mit zwei Linsen ausgestattet worden, die Blinkern, Blinklichtern ausgestattet worden. Aber das Hauptstück haben wir natürlich gerade eben schon gemacht. Ich hole die nochmal her, natürlich. Es ist aber schon mittlerweile ein richtig schweres Gefährt. Jetzt ist nämlich alles zusammengekommen. Da ist er, der Manta. Hat alles mittlerweile mit dran. Die Karosse sitzt mit drauf. Sehr schön. Und eigentlich müsste ich das Ganze nochmal anmachen, oder? Dann gucken wir doch mal eben, ob ich den ankriege. Ich muss mal eben kurz gucken. Ich müsste eigentlich schon Strom haben. Wäre sonst doof, natürlich. Mal eben gucken. Ja, er leuchtet. Sehr schön. Mal richtig anfassen. Und dann seht ihr ihn. Da leuchtet es. Ihr seht, es ist nicht ganz so wirklich hell. Ist tatsächlich so. Die Rückleuchten genauso. Sehr schön. Und wenn man jetzt den innen einmal eine Tür aufmacht, machen wir mal die vordere hier. Ich hoffe, es kann man einigermaßen erkennen. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Da, oh doch, guck mal, da sieht man es. Da blinkt es genau mitten durch. Da ist das Licht an. Und wenn die Tür mal zuklappt, dann ist es wieder aus. Sehr schön, funktioniert alles. Und der Sound, glaube ich, genauso. Mal gucken. Läuft genauso, wunderbar. Also die Technik funktioniert, das ist schon mal die Hauptsache. Und alles ist soweit mit verbaut. Ja, das war soweit alles für diese Folgen und die Karhochzeit ist geglückt. Es war nicht ganz so einfach, aber es hat am Ende dann doch schneller geklappt als gedacht. Also auch besser so rum als andersrum. Ja, das hat doch schon wunderbar funktioniert. Ja, wie geht es wie gesagt beim nächsten Mal weiter? Das nächste Mal soll das letzte Mal vom Manta sein. Ja, die nächste Videofolge, die ihr sehen werdet, ist tatsächlich die letzte Folge vom Manta. Die Ausgabe 108, 9 und 10 wird dann von mir zusammen in einer Videofolge kommen und das Projekt damit abgeschlossen sein. Wir haben eigentlich wirklich nur noch an der Front was zu machen. Unteren Part haben wir schon. Die Stoßstange kommt jetzt in der nächsten Ausgabe, 108. Genau, Ausgabe 108, da gibt es die Stoßstange und das Nummernschild. Dann kommt noch eine weitere Frontpartie mit dazu. Und dann sind wir eigentlich ja, tatsächlich durch mit unserem Manta. Ja, viel kommt also nicht mehr. Die letzten drei Folgen könnt ihr noch auf der Website euch anschauen, was da noch an Bauteilen kommt. Wenn ich jetzt gerade was nicht erzählt habe, was kommt, da könnt ihr sehen. Und ja, würde mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dann dabei seid zum Finale vom Opel Manta AGTE. Da geht dann eins meiner ersten Projekte, nicht das allererste, das war die Bismarck, aber dann eines meiner ersten Projekte tatsächlich dem Ende entgegen. Aber keine Sorge, die Busy, die nimmt jetzt auch Anlauf. Die geht jetzt, soweit ich das weiß, in einem wöchentlichen Rhythmus weiter. Das heißt, die nimmt auch Anlauf und geht dann ganz, ganz stark in Richtung Finale, genauso wie jetzt der Manta. Aber der Manta hat tatsächlich am Ende die Bismarck überholt. Da war die Bismarck so ein bisschen öfters im Zwei-Wochen-Rhythmus unterwegs als gedacht. Aber gut, ist so, ändern können wir es nicht. Aber wir freuen uns natürlich, wenn jetzt ein Projekt dann beendet wird. Nächstes Mal wird es dann soweit sein. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch dieses Video gefallen hat, nicht vergessen, einen Daumen nach oben zu geben und dem Kanal natürlich sehr gerne ein Abo. Freut mich sehr drüber und ihr bekommt direkt Nachricht, wenn neue Videos hier auf diesem Kanal online gehen. Entweder von mir oder von meinem Partner Tobi. Ihr werdet auf jeden Fall dann benachrichtigt.
Ja, vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin gespannt, wann das letzte Paket mich erreichen wird. Normalerweise sind es ja 4 Wochen. Bin gespannt, ob es da dann so sein wird. Und dann heißt es Finale beim Opel Manta AGTE, Ausgabe 108, 109 und 110. Seid dabei, ich freue mich auf jeden Fall auf euch und bis dahin euch allen noch ein paar schöne Tage. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.